Leute, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Age of Empires Session. Ihr seht schon, wir werden hier gerade wunderschön fertig gemacht durch die Wikinger. Zum Glück haben sie noch keine Transportschiffe gebaut. Hoffentlich noch nicht. Nein, haben sie noch nicht. Super. Also, es geht weiter. Ich bin natürlich auch wieder mit am Start. Und dann werden wir mal... Dann werden wir ja mal schön weitermachen und hoffen, dass wir das ganze Blatt hier noch gewendet kriegen. Ich würde sagen, wenn wir einen Hafen bauen, bauen wir ihn im Süden. Da ist auch ein Wolf und auch lustigerweise gleich ein Relikt. Aber erstmal müssen wir den Wolf loswerden. Bevor wir mit dem Relikt weitermachen können. Haben wir überhaupt schon einen Tempel zu bauen? Nein, haben wir noch nicht. Doch, können wir. Monastery. Haben wir das Holz dafür? Die nötigen Ressourcen? Ja. So einfach geht das. Mal schnell einen Turm hingepflastert. Einfachste Methode. Mal gucken, wer stärker ist. Katapult oder Schiff? Okay. Ganz klar das Katapult. Zählt jetzt nicht, das war jetzt nicht das Katapult gewesen. Nee? Nee, das war der Turm. Bleib am besten in der Nähe des Turms damit. Macht aber schön viel Schaden. So, wir brauchen Holz. Ich baue uns erstmal einen Monk. Mach das. Monks werden ja nicht angegriffen von Tieren, ne? War ja so. Nee. Sehr gut, dann brauche ich den Wolf da nicht mal abschlachten. Was ist denn hier eine Reliquie? Hier unten im Süden haben wir irgendwo Leuchtfeuer. Da haben wir Leuchtfeuer. Oh, da, da, gut, nee, ich sehe schon. Okay. So. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Nö, haben wir nicht. Dann holen wir uns wenigstens die eine hier. Falls ihr euch fragt, warum ich heute ein bisschen müde klinge, das liegt daran, ich habe heute meinen Tag frei und dementsprechend komme ich halt auch nicht so ganz aus dem Potten und das Wetter ist draußen ein bisschen grau. Aber mal schauen, vielleicht ändert sich's ja noch, vielleicht bessert sich's noch. Schließlich gehe ich heute nochmal mit meinem Team von AIDA eine Runde feiern. Immer nur am Feiern, das sind hier. Nein, das stimmt nicht. Wir machen nur einen gemütlichen Teamabend auf dem Weihnachtsmarkt. Immer nur am Feiern. Du hast es ausgewählt. Erwähnen das noch in unserer Aufnahme. Toll. Ey, wenigstens der Rote ist nicht angekommen. Ey, super. Und wir haben jetzt Goldproduktion. Oh ja, nur damit ihr wisst, die Gegner, die auf schwierigsten Age of Empires 2 sind, etwas overpowered. Ihr seht das schon hier, eine kleine Flotte, die von den Gelben hier gerade zu den Roten unterwegs ist. Die Roten haben auch schon eine ziemlich große Streitmacht. Zum Vergleich unsere, wir haben ein Mönch und ein Adlerspeer. Klasse. Dann sind wir gut. Wir machen sie fertig. Mhm. Aber wie sagt man so schön, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Welches Eichhörnchen? Was ernähren? Wir haben nichts zum Ernähren. Wir sind erledigt. Und wir haben kein Holz. Wir sind von einem Wald umgeben und haben kein Holz. Toll. Dann werden wir noch ein paar Dorfbewohner erschaffen. Na, ich will eine Baracke bauen. Ich nicht. Weil wir kein Holz haben. Richtig.
kann er mir das nicht sagen. Nein, musst du selbst herausfinden. Ah, er sagt das mir auch. Ich hab's lustig gelesen. Dann machen wir mal weiter, wollen wir ein bisschen was weiterentwickeln. Das kostet alles nur Nahrung. Wie viel Nahrung haben wir? Genug. Ich baue mal weiter im Süden einen neuen Hafen. Werd aber vorher den Wolf einen Besuch abstatten. Der rechte Eagle Warrior aus der Adlerspeer. Nein. Ich schicke unsere Armbrustschützen. Immer schön aus der Ferne. Ja. Feige, einfach nur feige. Nein, strategisch klug. Warum Lebenspunkte für einen Wolf opfern, wenn man höchstwahrscheinlich diesen einen Lebenspunkt, der bei drauf geht, auch noch brauchen für die Gegner? Du hast okay. Ja mal wieder recht. Weil wenn man mal auf die Karte schaut, sieht ziemlich schlecht aus für uns. Na ja, ein bisschen. So. Ich klammer meinen Bauern. Interessant wird's, wenn die uns jetzt wieder angreifen, bis wir einen Hafen haben. Deswegen baue ich erstmal einen Marktplatz, damit wir ein bisschen Gold verkaufen können. Kannst du auch erstmal da unten einen Turm errichten, links und rechts. Und dann zur Verteidigung. Guck mal links von der roten Insel, Robert. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass da zwei Türme reichen. Habe ich zwei Türme gesagt? Ich meine natürlich 20 Türme. Und mich interessiert immer noch, wo der an die Rohstoffe rankommt. Na gut, wenn man sich natürlich anguckt, was der hier gebaut hat. Die Strategie von ihm scheint wirklich zu sein, Bauern zu züchten. Das macht jeder so eigentlich normalerweise. Und warum wir nicht? Weil wir daran nicht gedacht haben. Weißt du was, dann bauen wir halt zur Verteidigung eine Burg hin. Hör auf, die Türme zu errichten. Ich werde die jetzt abreißen und dafür kommt eine Burg hin zur Verteidigung. So. Haben wir zwar keine Steine mehr, aber... müssen wir halt mit haushalten. So, dann werde ich es mal dem Computer nachmachen. Mal ein paar Häuserchen errichten. Und natürlich ein paar Bauern nachzüchten. In Hoffnung, dass wir auch irgendwann hinterherkommen. Weil so wie es momentan aussieht, sieht es eher schlecht aus für uns. Bisschen. Minimal. Warum stehen hier eigentlich zwei rum, die nichts machen? Weil sie es können. Ach, und der andere ist ein Mongo. Gut. Verdammter Mongo. Felder nach. So. Und mal gucken, wie wir uns weiter schlagen. Ich hoffe gut. Gucken. Ja, ihr seht jetzt bei mir hier gerade den Technologiebaum. Das ist unser Volk, sind die sogenannten Azteken. Man kann dann im Spiel natürlich auch die anderen hier links angezeigten auswählen. Wir haben uns für die Azteken entschieden. Ihr seht erst die allgemeinen Vorteile von dem Volk, was die so besser können als die anderen, dann die Spezialeinheit, die man nur in der Burg erschaffen kann, in diesem Fall die Jaguar-Krieger. Darunter seht ihr dann die Spezialtechnologien, also Technologien, die wir zusätzlich noch erschaffen können und ganz zum Schluss ein Teambonus. Wenn wir jetzt noch mit einem anderen Spieler zusammenspielen würden, würden dann die Reliquien, also die Teile, die wir einsammeln können, in unseren Klostern oder Monasteries, wie es ja bei dir ist, auf Englisch, Daniel. Die erzeugen ja 33% mehr Gold. Was ihr hier oben sehen könnt. Und jetzt kommt diese tolle Eigenschaft des Spiels, glaube ich, zum Tragen. Umso mehr Punkte jemand hat,
irgendwie ist es dann Backen dieses Spiel, dass es dann irgendwann anfängt zu stocken. Ja, wir nehmen gerade jetzt gerade mit 18, oder ich nehme gerade mit 18 FPS auf. 17. Gott. Ich will nicht wissen, wie das dann im fertigen Video aussieht. Na, so wie bei dir, wenn du Synchronizize FPS eingegeben hast. Achso, apropos, falls es jemand interessiert, mit welchem Programm wir aufnehmen. Wir haben die freigeschaltete Version von DxStory. Legal erworben, natürlich. Natürlich. Das ist unserer Meinung nach eine sehr gute Variante, um aufzunehmen, weil es ist einfach nur besser als Fraps, schneller als Fraps und unter anderem auch ressourcensparender als Fraps. Bei Fraps habe ich so noch in Erinnerung, als ich das mal ausprobiert habe, dass ich eine Aufnahme gestartet habe und die Frames halt sich einfach mal so gerne gefüttelt hat. Nicht schlecht. Aus irgendeinem Grund auch immer. Hier ist es Gott sei Dank nicht so. Hier kann man nahezu auch mit der Frameszahl aufnehmen, die man versucht hat zu machen. Also sprich, wenn man 60 Targets hat, dann kommen auch 60 FPS meistens raus. Normalerweise kommt auf das Spiel an. Wir haben Besuch von Grün im Norden. Wollte ich nur mal so sagen. Das ist doch auch China. Das sind bloß Schiffe. Ja, die reichen. Ja, lass doch die Schiffe einfach Schiffe sein. Lass doch einfach so sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt gerade eure Kopfhörer ausgemacht oder eure Soundboxen oder was auch immer ihr zum Hören benutzt. Es war nämlich gerade grausam. So. Ich erinnere dich daran, wenn du dich dann anfängst zu singen. Okay, Leute, das war's dann mit meiner Aufnahme. Haut rein, liked uns, shared dieses Video auch an eure Feinde, wenn ihr etwas Gutes tun wollt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.